Warte mal, meine Aufnahmebutze hier. Herzlich willkommen zu ETS 2. Ich spiele jetzt gerade mit einem alten Freund. Sag mal hallo, Jens. Hallo. So, ich weiß gar nicht. Ich schau mal einfach mit Fahren, wo ich gerade stehe. Ja, ich bin gerade. Warte mal. Dresden. Okay. Ich stehe hier wohl gerade. Weltkarte. In Straßburg. Also, sind wir. Ein bisschen weit weg. Jo. Aber. Wo warst du jetzt? In Dresden. In Dresden, in der Heimat, in der Zöne, wo ich wöhne. Steckst einen Finger auf mal, Dresden. Müsste ich mal eben gucken, ob ich da vielleicht auch was habe, wa? Ah, gib mir nochmal die Kartenansicht. Ah, nee, siehst du, Dresden fehlt mir da noch. Das nächste, was ich hatte, war Erfurt, ne? Da könnte ich ja, jetzt warte, Schnellreise machen. Jetzt wünsche ich mich nach Erfurt. Jo, muss ich auch erstmal machen. Warte. Machen wir mal eine Schnellreise hier. Das gibt Kohle. Das gibt richtig Asche. Ja, Erfurt. Schnellreise. Nicht verfügbar. Keine Vorrangige. Ja, dann wollen wir mal gucken hier. Trade Connections Germany, wa? Aufträge suchen. Na, wartest du mal? Ich bin noch kurz mal da, ey. Du bist ja schneller wie Eier, wenn ich. Rödelt bei dir die Festplatte jetzt, oder was? Ja, hast du schon wieder eine andere Lackierung, Kollege? Ich hab einen neuen Volvo, ja. Ja, und warum hast du doch nicht die Lackierung? Ah, keine Zeit für den ganzen Klimbim immer. Ey, so geht guck mal, nach Warszawa können wir fahren. Das wäre jetzt wieder was für ja, warte die mal, Aktion warte, da. Warte mal. Also ich habe, weil du sollst ja 10 verschiedene Länder fahren. Ja? Mal ins Ausland. Das Problem ist... Ach so, verschiedene Länder auch noch. Ja. Ich dachte, es geht nur darum, dass du 10 verschiedene Aufträge erledigst. Nee. Hauptsache ins Ausland oder zurück. Nein, weil ich bin der letzte nach Polen gefahren, den Auftrag hat er mir nicht abgenommen als eine Route hier von dem Ding. Okay. Also das heißt, weil ich war in Polen und ich war jetzt in Österreich. Tschechien ist noch zu weit zu nah. Und nach Schweden könnte man ja auch noch, ne? Nach Växjö. Also ich weiß jetzt echt nicht, wo du, warte mal, du gehst hier mal. Weil ich habe jetzt den Preis von oben, also mit dem Pfeil nach unten. So. Ja. Den höchsten Preis zuerst, ja. Boah, dann haben wir aber eine richtig dicke Tour hier. Dann wäre hier nach Montpellier. Ans untere Ende nach Frankreich. Das wäre dann das erste. Von Erfurt. Also bei mir ist. Oder ich aktualisiere nochmal, ja, warte mal. Bei mir ist ein Borea. Nach Oslo. Nach Oslo? Also so weit habe ich keinen Bock, also. Tausender. Ja. Hier nach Nantes, nach Frankreich, bis an der Spitze Frankreichs. Auf welchem Punkt hast du das? Ersten. Auf dem ersten? Preis beim Pfeil nach unten. Ne? Ach, nach unten? Mhm. Ja. Oslo. Kiel, Warszawa, Lublin. Also ich sag mal, wir können Frankreich nehmen, aber ich habe ja keinen Bock, diese 1000 Kilometer zu fahren. St. Alban meinst du, ja? Britigen 808. Ja, du musst dann mindestens 300, aber ich hab... Asphaltfräse! Ich hab ja in der Slowakei, hab ich auf dem vierten Punkt, hab ich Lammmägen. War auch ganz interessant. Hab ich da nicht, aber okay. Oh ja, nach Kosice oder sowas. Also nicht auf dem vierten Punkt. Auf dem dritten habe ich das gerade, ja. Erfurt nach Kosice, ja. Slowakei. Ja. Na komm, dann lass uns den nehmen. Ja, dann lassen wir uns den nehmen. Da passt schon. 960 Kilometer, gib ihm. Gib ihm, verlasst. Aber weißt du, was mir auch aufgefallen ist?
Das habe ich gestern mal getestet in dem Multiplayer. Das ist das Problem, wenn da steht, you are left in the city, ne? Okay. Weißt du, was die dumme Sau macht? Da regelt was die denn? 60 runter. Also du kannst, Max ist 60 km/h. Okay. Das ist übel. Du fährst gerne Dreiachse, oder? Ich konfiguriere die Kiste immer so halbwegs ausgeglichen für Standard und Schwergut und hast du nicht gesehen. Naja, ich nehme immer mit Liftachse. Boah, er fährt voll in mich rein, ist das irritierend hier. Ja, holy ja. Shit. Holy shit. Ich sehe meinen Anhänger nicht, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Da fehlt dem Simulationsherzen irgendwie, dass es kracht, ne? Ja. So, Flamme. Ist die Bude denn frei hier? Ja, ich komm hier wohl rum, ne? Das dumme Schwein hast natürlich mit Lenkachse gekriegt, ne? Ein Trailer. Ich natürlich wieder nicht. Ich hab natürlich so einen scheiß Krone-Anhänger bekommen. Mein lieber Schulli, ey. Hä? Seit wann ist denn mein Bügel schwarz? Ist das jetzt so durch die Nacht oder ist das schwarz lackiert? Abgefahren. Wie ist das eigentlich hier mit dieser, weiß ich nicht, ob du Ahnung hast davon, diese Druckluftbremssystem-Simulation. Wenn ich das anschalte, ne, in den Optionen, dann kann ich manchmal nicht bremsen und ich weiß nicht, wie ich das dann wegkriege. Ja, dann hast du keinen Druck auf der Leitung. Ja, hat das irgendwas damit zu tun, dass sich die Kiste anders anhört, wenn du Bremse und Gas gleichzeitig drückst irgendwie oder so? Ja. Weil sobald du Bremse drückst, entlüftet er ja die Bremse in dem Sinne und da hast du halt bald keinen Druck. Und wenn dann irgendwann das Zeichen kommt oder es anfängt mit Piepen, dann sind die Bremse fest. Wie gehe ich denn simulationstechnisch dagegen vor? Ja, indem du entweder fährst oder du machst es wieder aus. Du kannst es da ausmachen. Aber ich ja, in den Gameplay-Einstellungen, oder? Dann nimmst du ja irgendwie einen Teil der Simulation, ne? Mich würde sehr interessieren, wie man das in Wirklichkeit dann theoretisch jetzt auch machen würde, ne? Dass das halt nicht ist, dass du nicht bremsen kannst. Ja. Das ist ein Bedienerfehler, den ich da mache, aber keine Ahnung, ich fahre ja sonst kein LKW in der Realität, ja, vielleicht ne? Vielleicht hat das was mit deinen Einstellungen zu tun, weil du ja mit Lenkrad und so fährst. Das kann sein, ich habe keine Ahnung. Weil ich zum Beispiel fahre mit Tastatur. Ich habe das öfters nur so, wenn ich zu oft bremse, dann ist irgendwann der Druck weg. Und dann komme ich nicht mehr weg. dann stehe ich da, als ob du. Ja, als ob du mich einfach angeklebt hättest. ja. Das ist übel. Ja, wieso? Ich habe da auch kein Automat. Oh, das war gelb! Wieso kriege ich hier Bußgeld? Schweine. Ich muss mal die Lautstärke mal umstellen hier. Ich habe das Spiel ein bisschen zu leise gestellt, präventiv. Einfach über Rot. Ist aber geil, du kriegst ein Ticket und ich nicht. Ach so? Ja, super. Ich bin gerade über Rot gefahren und hab kein Ticket bekommen. So eine Synchronisationsgeschichte irgendwo, wa? Weiß ich nicht, oder? Fährst du bei Blutorange und kriegst ein Bußgeld reingedrückt, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, und ich war bei Rot, bei Kirsch. Kirschgrün rüber und er kriegt nichts. Ja. Siehst du eigentlich meine Scheibenbeleuchtung? Nee, ne? Im Moment sehe ich gar nichts. Ist dunkel. Dunkel? Ich bin noch hinter dir. Ja, ich fahre ja Cockpit, ne? Ich sehe meinen Trailer und dann sehe ich ein bisschen Scheinwerferlicht. Ja. Im Rückspiegel. Wenn ich mal neben dir fahren würde, was ich aber nicht schaffe, weil du ja hier voll abrauscht. Also das finde ich auch irgendwie komisch, nur weil du 20 PS weniger mehr hast, na, gehst du ja ab wie eine Rakete und ich komme kaum hinterher. Ich habe übrigens gemerkt, wenn du Geschwindigkeitsbegrenzung 80 hast, ne, alles auf LKW und so und hier realistisch und bar. Du solltest dann keine 90 fahren, sondern besser auch mit Tempomat auf 85 stellen. Das kriegst du auch gut und gerne mal Bußgeld. Richtig.
Tja, 5 km/h, ne? Ist Toleranz ja, und. Toleranz ist 5 km/h, aber das Ding ist wieder, ne? Ich fahre hinter dir, konstant mit 90, du fährst 90, du bist schon die Kurve durch und eben gerade war ich noch hinter dir, jetzt bist du kilometerweit vor mir. Das ist auch komisch, ne? Schräg. Ich hab das Spiel immer noch zu leise. Boah, und dann musst du echt erst komplett anhalten, wa? Ja, dann halte ich hier direkt vor dieser geklauten Spur kurz. Ich werde ja sowieso schon rumfuschen müssen dann, nach der Aufnahme mit dem Sound. Das bist du doch mit Warnblinker, oder? Und jetzt guck mal bei mir in die Scheibe, siehst du da was? Ja, mal, ich kann ja mal rumgucken. Also müsste man auch auf Außenkamera gehen. Ich kann ja so, wenn ich nach links gucke, guck da ja automatisch aus dem Fenster, ne? Was soll ich denn bei dir Besonderes sehen? Na, ich hab unten, habe ich so ein Scania, also so ein V8, dann in der Mitte Scania mit den V8-Zeichen in den Scania-Logo und dann habe ich auf meiner Fahrerseite Scania-Logo. In der Scheibe drin. Ja, ich kann auf jeden Fall durch deine Kühlerhaube wieder durchgucken, weil ich das DLC nicht habe. Ja, gut, dann siehst du auch den Rest nicht. Ja. Du siehst auch meine Cockpitbeleuchtung gar nicht, die rote. Okay. Das gehört ja auch dazu. Wobei, rote Beleuchtung habe ich, meine ich, gerade gesehen gehabt. Ja? Ja. Das ist komisch. Du musst sowieso vor mir fahren. Ja, weil er bei dir speichert wieder, sonst presche ich wieder in deinen Hänger rein, ja. Deine Festplatte wieder anfängt zu kraxeln. Ey, ich muss mir das jetzt abgewöhnen, weil... Ja, wie ist denn das mit dieser Dings hier, diese CB-Kacke? Das geht mir total am Keks hier. Das ist, wenn du... Ich musste irgendwie Tab drücken, dann ging dieses Optionsteil auf, ne? Ja, warte mal. Aber das geht im Hauptmenü nicht. Ich kann da wieder nicht agieren hier. Wo bist denn du? Komm da... Sitzt jetzt gerade im Cockpit, da kann ich das Menü zwar öffnen. Genau, du musst das Tab drücken und dann wenn ich jetzt rechten Maustaste mal draufklicken, ne? Geht also, nicht. Hä? Du musst. Also ich kann dieses Fenster nur öffnen und schließen mit der Tab-Taste, ich kann ja, aber nicht auf, mit der Maus drauf. Auf, hör mir doch mal zu. Das kann ich ja auch, ich kann es so öffnen und schließen. Dann nimmst du jetzt deine Maustaste und klickst mal auf die rechte Maustaste, einmal mal drauf gehen. Na? Ja, bringt ja nichts, ändert nichts. Hä? Hab die Maus trotzdem im Spiel, ja, das ist wie ein Overlay. Du kannst nur gucken, aber kannst nichts machen. Bei mir kann ich jetzt auf Settings gehen. Na? Und da habe ich ja die Settings. Und dann habe ich bei General ganz unten Default CB Radio Channel und Exchange CB Radio Sounds. Wann öffnest du das denn überhaupt? Einfach so, wenn du im Hauptmenü bist, wenn du in deinem LKW da... Nee, im Stehen. Ich bin im Spiel drinne. Na, im Spiel. Ja, also drückst die Tab-Taste. Genau, ich drück die Tab-Taste. Ach, so, ich darf nicht auf Pause gehen. Dann geht das. Jetzt habe ich so einen gelben Mauspfeil, das ist nämlich anders wie von dem Spiel selber. Genau. Jetzt peile ich das gerade. Und dann gehst du auf die Settings. Bei Sound, ne? Nee, da gehst du auf General. Ach so. Und dann gehst du ganz nach unten. Dann hast du Default CB Radio Channel. Und dann hast du das Exchange CB Radio Sounds. Ach, Extended. Und wenn du das rausmachst, hörst du das nicht mehr. Okay. Ja, natürlich die Frage, ob du das unter Sound auch abschalten könntest, ne? Speaker Device? Nee, unter Sounds kannst du das nicht abschalten. Könnte ich mal Mikrofonen direkt wählen, ja. Oder irgendwie sowas. Das hast du ja nicht mehr. Strange. Weil Sounds haben ja Dings, du musst halt dieses Exchange CB Radio Sounds den Haken groß machen. Na? Kannst ein Mikrofon unter Sound direkt auswählen, welches es ist. Aber abschalten lässt sich die ganze Chose wohl nicht. Na doch. Wenn du auf Exchange CB Radio Sounds gehst. Wenn du da den Haken rausnimmst, dann geht's nur um den quasi Empfänger, dass der da seinen Klicktüt von sich gibt, ne? Nee, da geht's ja darum, dass du das auch nicht mehr hörst. Naja, wie auch immer. Haken raus, ab dafür.
alles noch am Erforschen hier. Ja, richtig. Müssen wir ja im Video dann jetzt auch mal erwähnt haben, ne? Wir erforschen erstmal gerade Truckers MP hier. Also wir sind normalerweise nicht die letzten Noobs in dem Spiel hier. Ich nehm das gerade alles auf, ne? Können wir für die Facebook-Gruppe, kann ich das nachher dann mal teilen. Dann sage ich hier, Dennis und Jens erforschen Truckers MP. Ich sag mal, mit Level 51 bist du, glaube ich, kein Noob. Was für ein Level? 51. Echt? Bei dir zeigt er mir jetzt gerade im Spiel so in Klammern an 196, während du da so vor dich hinfährst. Ja, das ist meine Teilnehmernummer. Geil, dein Anhänger, der ist komplett einfach nur grau gerade. Was ist denn da schon wieder kaputt? Ja, weil du die Krone DLC nicht hast. Ah. Ach, Marianne, du hast doch auch nichts. Ja, ich hab mir nur diese Sachen geholt, so, ne, was die Karte erweitert und dieses. Schwertransporte, Gedöns und dann gab's dann noch irgendwas da, High Cargo und so. Ja, I don't know. Ich gehe da ja auch mit, aber wie gesagt, ich habe ja den Scorner DLC. Deswegen sehe ich ja mein Kühlergrill nicht. Und. Das ist immer das Schlimme an diesen DLCs, ne? Du kannst da mal Kohle reinhauen und dann auch Zeit, weil du es dann irgendwann nochmal benutzen willst. Dann so wie ich dann so, keine Ahnung, wie viel Spieler hast. Ja, klar, das will alles entwickelt werden und dann sind diese Tuning-Packs und so und diese, das sind ja supportete Mods, ne? Und die sorgen ja dafür, dass es kompatibel ist und läuft, während die das Spiel weiterentwickeln und aktualisieren und hast du nicht gesehen, ne? Dass die Schalter hier noch zusammenschalten und nicht querbeet und kaputt und hast du nicht gesehen und Fehlermeldungen und bla. Ey, ich hol dich dumme Sohn nicht ein. Ich fahr doch noch nicht mal 85, 83. Schafft er das nicht, dass du da fährst? Ich fahr die ganze Zeit 90. Ich hab den Eindruck, du fährst 200. Hä? Was ist denn da los? Keine Ahnung. Irgendwas ist da ja schräg mit der Simu. Mit der Synchronisation der Simu. Was war noch eine Hupen? Ich glaube, ich sehe zumindest ein bisschen deine Scheinwerfer im Rückspiegel. Oh, warte mal, siehst du viel mehr. Gibt da Vollgas, oder? Na, ich fahr Max. Fahr Max Last. Irgendwie fährt er bei mir hier gerade 83. Ist auch ein bisschen schräg, das Tempomat. Ich weiß auch nicht hier. Vor allem, wenn du 83 fährst, warum kriege ich denn dich nicht? Oder stehst du auf deinem Gauss? Ne, eigentlich nicht. Ich hab Tempomat laufen, ne? Gucken, ich versuch den mal auf 80 runterzukriegen. Jetzt fährt er unter 80, will er mich vereiern? Jetzt fährt er 80, so. Na, jetzt speichert das Scheißding wieder. Full Stop! Ratschel, 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 ratschel. Von 90 auf 0 innerhalb von Sekunden. Übel. Komm nicht hinterher. Ja, wir haben ja Zeit. Ich kann ja mal ein bisschen abbremsen hier, mal ein bisschen bei 50 km/h so etwas rollen lassen hier, wa? Gib ihm mal Tempomat auf 50 und trudel hier mal so ein Stückchen. Ist einerseits geil, dass diese externen Aufträge so realzeitmäßig so extrem lange gehen und du da übelst Zeit für hast. Ist halt nur scheiße, wenn du tatsächlich eigentlich mal speichern willst, weil du Pause machen willst und willst dann irgendwie ein paar Tage später weiterspielen und dann ist deine Fahrt halt im Arsch, weil die Zeit um ist, ne? Das ist dann wieder der Nachteil. Ja, das der Nachteil beim Multiplayer ist. Der Nachteil im Multiplayer ist halt eben, dass du halt echt anhalten musst. Na? Also musst da richtig anhalten, damit du ja das Menü starten kannst.
Ach so, ja. Du musst ja richtig anhalten, du musst ja auf Null gehen. Du kannst ja weder kannst du irgendwie in dein... Ja, du fährst jetzt gerade aber auch nicht wirklich 90, ne? Ich kann dich mit 81 km/h gerade überholen. Witzigerweise. Ja. Irgendwas ist ja schräg. Ich fahre original 81 km/h. Ja, ich fahre original gerade 90 Tempomat. Und du ziehst an mir vorbei, wie als ob du 100 fahren würdest. Ich bin jetzt mal kurz hoch auf 85. Gucken. Jetzt hab ich 80 Klamotten drauf. 80. Jo. Du fährst 90, sagst du. Ja, 90 Tempomat. Wie kann das sein? Wir fahren jetzt auf einer Höhe, ungefähr gleich schnell. Nee. Wir haben gerade 10 km/h Toleranz, was ist da los? Vor allem, du fährst doch gerade vor mir. Fahr mal an den Seitenstreifen, ich hab da so eine Idee. Wir bremsen mal ab und gehen mal ins Menü. Ja. Boah, Scheiße. Alter. Ja, schönes Ding. Er ballert mir voll drauf. Ne, komm, wir gehen mal ins Menü. Welches? Gameplay. Vom Spiel selber. Ja. Ich hab bei. Was hast du denn bei intelligenter Tempomat? Ich hab nämlich Toleranz 10 km/h, 6 mph eingestellt. Ja, ich habe 5. Okay. Ich hab das vorher immer auf 0 gehabt. Stellen wir es mal auf 0 und gucken, was passiert. Du nimmst auf 0. Ja. Warte mal. Vielleicht habe ich deswegen auch ein Bußgeld bekommen. Also ich habe Schritttempo 5 und intelligenter 5. Ja, Schritt verstellenmäßig 5 ist ja klar. Ja. Das habe ich auch. Ja. Aber die Toleranz hatte ich bei 10 km/h. Vielleicht zeigt er mir das Tacho völlig verkehrt an dadurch, ne? Weiß ich nicht. Das ist das Problem, weil wenn du... Weil ich hab ja... Ja, warte mal. Automatische... Wo ist denn da der Fehler drin, ey? Abend. Wer war denn das? Ach, das war Ingame schon wieder. Meint da irgendwer einen Abend? Ja, klasse, einen Abend. Ich hab dich nicht in meinen Kanälen hier. Ich auch nicht. Was ist da los? Hast du denn auch gerade gehört, ja? Ja, ja. Ja, also ist das doch nicht. Also ist das doch nicht abgeschaltet, wie ich sagte. Das ist nur, dass dieser CB-Funk da nicht sein Signal zwischendurch mehr gibt. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber Dennis, ich gehe mal kurz aufs Klo, ja? Jo, mach mal. Gut, von meinem. Gleich. Jo. Weil von meinem Discord kommt das nicht. Da war keiner gerade. Tja. Shrake. Man kann das nur? Ja, verstehe. Steam Notification Position. Blub, blub. Das läuft nämlich, ne? Das ist Krishan aus Germany, okay. Ja. So viel Kram. Dann wird man erschlagen hier. Dann lässt sich das nicht deaktivieren.
offenbar. Wintermod. Change requires game restart. Ja, das kann ein Video werden hier. Was für eine Mod? Was auch immer das Geld beim Jens da war, durchlässt. Was macht der Bengel da? Naja. Ich kann mich selber bei ihm hören, ja. Test. Oh, wird ein Schuh draus. Die Kopfhörer ganz schön laut gestellt, der Bengel. Mann, Mann, Mann. Was hat das damit auf sich? Bremse? Alleine macht gar nichts. Doch, wenn ich so loslasse, dann macht er mal Puff. Wenn ich das gleichzeitig drücke, Bremse und Gas, dann baut er doch anscheinend Druck auf, oder wie? Drücke die Bremse, lasse los und dann kommt der Zisch. Gas und Bremse gleichzeitig, lasse los. Das möchte ich gerne mal verstehen, mit der Bremse. Mit dem Druck auf dem Kessel. Warum? What? What the hell? Simulation des Druckluftbremssystems. Ja, hätte ich gerne. Ich würde es dann aber verstehen, wie ich es richtig bediene, dass mir die Bude nicht aufhört zu bremsen. Ich dann zwischendurch nicht mehr bremsen kann, beziehungsweise ich dadurch nicht fahren kann, weil er sagt, kein Druck auf dem Kessel, so ungefähr. Man kann es auch schön sehen, wenn ich auf die Bremse drücke im Rückspiegel, weil es leuchtet, ja. Eigentlich brauche ich auch nur den Rückspiegel, weil ich habe ja da einen echten Rückspiegel im Blick, ne? Oh, war ganz schön lange auf Toilette, du. Euro-Goodies. Globetrotter XL. Ah ja. Ja, ich habe davon nun mal keine Ahnung. Ich bin halt kein LKW-Fahrer. Nicht in real. So ist das.
OBS Studio Mark HT verwenden fürs Aufnehmen. Okay. So, Dennis, bin wieder da. Jo, hab ich gehört, weil da hast du dein Mikrofon wieder angeschaltet. Knicks. Oder irgendwie sowas. Hat ein bisschen länger gedauert, weil mein Hund natürlich gerade sich entleeren musste. Okay. Innerlich. Ja, lecker. Wo bist denn du, ey? Ich bin ein Stückchen weitergefahren. Wir müssen die Richtung anscheinend wechseln. Hä? Damit wir auf eine andere Kreuzung kommen. Ja, ich weiß ja nicht, wo es da navigationsmäßig gerade gelaufen ist. Also bei mir ist gerade navigationsmäßig gerade Ausfall. Ah, du hast das wieder anders stehen, ne? Warte mal, auf was bin ich denn hier? Ja, ich hab kürzeste. Ich bin auf Navigationsmodus Beste. Ja, ich hab kürzeste. Ah. Also was machen wir jetzt? Ja, weiß ich denn nicht. Also ich kann. Stell mal um auf Beste und wir fahren das, was ich gerade. Weil, keine Ahnung, ich kann glaube ich beschissen drehen jetzt hier mitten auf der Bahn wieder. Warum nennst denn du immer Beste? Das ist doch Rott. Weshalb? Weil der kürzeste ist eben am besten, weil das ist eben das, was Geld macht. Berechnen dir ja zum Beispiel die Sorgen, du fährst jetzt, sagen wir jetzt mal, die rechnen sich das aus und dann sagen wir mal 1500 Kilometer, ne? Kriegst du, sagen wir mal, 80.000 Pesetus. Okay. So. Jetzt zeigt er mir das trotzdem aber so an und ich kann nicht drehen. Aber ich hab's jetzt umgestellt. Dann berechnet er den Rest jetzt halt nachher auf kürzeste. Ja, hast du jetzt die kürzeste? Ja. Aber ich kann jetzt hier nicht drehen. Das heißt, das Stück müssen wir jetzt so fahren, ne? Ja, warte mal. Wenn du nicht auch schon irgendwie geradeaus gefahren bist, ich weiß es ja nicht. Nee, ich bin. Das ist schon nicht mehr. Ich fahr gerade rückwärts. Mitten auf der Autobahn. Logo. Geht alles. Ja, die Scheiße ist, es ist nachts. Ich sehe so wenig wie. Warte mal, das ist doch dreispurig oder zwei. Mal Fernlicht hier, zwei. Ich krieg gerade Discord-Benachrichtigung. Irgendwas ist geht bei Xavos auf dem Discord. Kann ich ja gleich mal Werbung machen in meinem Video. Schaut mal vorbei, ist ein cooler Kerl. Ich schau gerne seine Streams. Dann und wann mal. Falls er das hier sieht, ne? Grüße gehen raus. Community läuft. Verstehe nicht dein Problem. Ich habe gerade auf der zweispurigen Bahn gerade gedreht. Jo. Aber normalerweise, ne, wären hier auch PKWs, dann könntest du das auch nicht so bringen, ne? Ja, kannst dich mitten auf der Bahn einfach mal rumziehen. Bam, bam, bam. Erstmal Alarm für Cobra 11. Cool, jetzt habe ich was ich taggen kann. Jetzt sag ich noch Semir, dann kann ich Semir auch taggen. Dann kann ich noch den Schauspielernamen, den Originalnamen auch noch taggen und so, ne? Ja, schön. Wunderful Fehlfunktion, ey. Ich geh kaputt. Oh oh. Hast du denn da fabriziert? Ja, ich bin ja doch hinten drauf gefahren. Junge, Junge, Junge. Ah, da kommt er ja mit Warnblinker, ja. Naja, wenn wir schon nach Regeln spielen, spielen wir nach Regeln. Mann, ey. Oh, da kommt noch wer angebrettert. So. Oh, er leuchtet mein ganzes Cockpit, Alter. Was denn hier los? Krass. Und jetzt wird's dunkel, jetzt wo er vorbei ist. Da kannst du nachher im Video sehen, das ist auch richtig krass, Mann. Was hat der da drin, Alter? Junge, Junge, Junge. Oh, hier ist 60. Oh, und dem sein Hänger, ey, der kippt und der kippt und der kippt. Krass. Das sind die Hardcore-Fahrer. Ja, wisst ihr gar nicht mal, mit was der da durchgeprescht ist, ne? Ja, also ich fahr mit 85 Grad die Kurve. Das sah. Aber jetzt wird's schon eng, da holpert's gerade. Das sah echt.
Da war ich einseitig. Das sah echt gefährlich aus bei dem gerade. Der ist so schön, weißt du, in die Kurve rein, so. Moink. Oh, hier ist jetzt wieder 80. Gucken, ich drück mal drauf hier. Und dann gucke ich mal, dass ich 85 fahre. Oh, einmal höher stellen eigentlich. Ja, komm. Macht er nicht mehr mit Tempomat hier oder was? Das doch, mal Kuriose jetzt in der Sache ist, ich fahre gerade wieder 90. Und du ziehst ich fahre vorbei. Ich fahre 85, also hat das mit dieser Toleranzumstellung da gerade gar nichts geändert, ja? In-game. Ich glaube, es ist Synchronisation. Ach, ja, irgendwas ist da ja komisch. Kann nicht sein, dass ich 85 fahre, du fährst 90 und ich zieh dir weg. Wie soll das gehen? Ja, ich bin ja 5 km/h langsamer wie du. Musst du mich ja eigentlich. Ja, LKW hier, Elefantenrennen müssten wir eigentlich jetzt machen gleich, ne? Jetzt ist richtig gar nicht mehr. Wo bist du denn hin? Ja, ich fahre. Ja, vor allem, du bist die Kurven durch und ich bin erst in den Kurven drin. Schräg. Aber also den Tempolimiter im Gameplay hast du drin. Na ja. Das ist alles. Maxed out Simulation. Ich habe sogar diese Druckluft-Bremssystem-Geschichte jetzt gerade mal erst so wieder angeschaltet. Erstmal rausfinden, wie das läuft irgendwie. Ey, bei der nächsten Tour, da kaufe ich mir den Skoda, ey. Mal gucken, ich hab eigentlich jemanden irgendwie im Familienbekanntenkreis irgendwie jemanden, der ist mal. Ich glaube, er ist zumindest längere Zeit mal LKW gefahren. Der wird mir das vielleicht mal erklären können mit dem Druckluftbremssystem, wie das in Reality so läuft. Kann ich das vielleicht umsetzen hier im Gameplay? Na, wie gesagt, du musst mal eins machen. Wenn du mal deine Fracht abgeliefert hast, dann gehst du immer auf die Eisen. Also im Stehen, immer bremsen. Ja? Dazu machst du deine Anzeige, die Druckluftsystemanzeige. Machst du an, wenn das irgendwann mal absinkt, dann kommt irgendwann so ein Warnsymbol. Oder das blinkt dann, also das macht dann immer so bing, bing, bing. So, du brauchst dann, wenn du an der Ampel stehst, nur die Bremse alleine gedrückt halten, ja, das reicht schon, oder wie? Weiß ich nicht, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich glaube so. Und irgendwann geht der Druck so weit runter, dass die Bremsen dann gar nicht mehr öffnen. Ja, das ist. Aber wie man das verhindert, ich meine, das ist ja irgendwie nur ein Bedienerfehler, den man da macht, ne? Das ist ja halt die Frage. Wie man das verhindert, indem du einfach. Ja, bremst? Ja, wer bremst, ist feige. Hör auf zu bremsen, ist mir klar, dann ist egal. Ey, wo bist denn du? Ich seh dich gar nicht mehr. Bis weg. Ja, warte mal, ich geh nochmal runter auf 50 oder so hier. Trudel nochmal so ein bisschen hier. Ja, absolut, was ist denn hier los? Irgendwas ist da schräg. Total. Das Update wollte sowieso irgendwie gerade nicht so richtig bei Truckers MP. Die haben da bestimmt irgendwas wieder kaputt gemacht. Na klar haben die da, weil das komischerweise ist, die letzten Male, die wir gefahren sind, war ich ja Stürstange. Ja? Ach ja, hier, ich seh dich. Und wieder irgendwelche Schalterchen manipuliert, die wieder irgendwelche anderen Schalterchen manipulieren und jetzt geht wieder nichts mehr, wie es soll. Kannst du davon ausgehen, dass irgendwann mal morgen oder übermorgen wieder ein Update kommt? Das ist wie mit Windows 10, Windows as a Service. Jedes Update macht wieder irgendwas kaputt. So ein Schrott, ey. Ein Wunder, dass das bei meinem Dad so gut läuft, bisher. Meistens jedenfalls, dass der sich noch nicht beschwert hat, oh, hier geht wieder nichts mehr. Ich sehe nur immer die News und denke mir so, boah Leute, geht zurück auf Windows 8 und seid zufrieden. Oh, ja komm, ich drück mal drauf hier. Meine eigene Hupe ist leiser wie deine. Auch interessant. Ja, ich habe ja auch hier auf dem Dach ein paar. So, jetzt fahre ich so 73. Jetzt fahre ich. Bin ich aber schon fast wieder am Überholen, wenn ich jetzt auf die 80 zugehe hier. Ja. Ja. So. Zack. 75 habe ich hier jetzt so auf dem Kessel. Ja. Was fährst du? 90? Tempomat. Kann nicht sein. Ich kann hier noch nicht mit etwas über 70 bei 90 Klamotten überholen. Aber nicht, wie geht denn das?
Hallo. Das ist irgendeine Mathematik-Scheiß. Irgendwas ist da eine verkehrte Formel oder so. Und dann synchronisiert er natürlich verkehrt. Kreisverkehr. Mhm. Aber jetzt musst du mal versuchen, mal Feig auszugeben, ne? Jetzt so in der Stadt. Der drosselt dich auf 60 runter, Max. Meinst du? Weiß ich. Können wir ja mal ausprobieren. Ich drück mal voll drauf. Werden wir ja sehen. Dann dürfte ich ja nicht auf über 60 km/h jetzt beschleunigen können, ne? Ich komm. Gucken. Also ich bin auf 60. Ich geh nicht. Ich kann nicht tatsächlich. 60 km/h. Mehr geht nicht. Drück voll durch hier. Kein Tempomat oder so. Hm. Ja gut, hier ist eh 50 insofern. Warte mal kurz. Bleib da mal kurz stehen. Na, hier ist eh jetzt Ampel, ne? Ja. Die ist rot. Hm. Ja, mach ich. Warte mal, ja, ich will mir gerade die Garage so auf dem Wege mal kaufen. Ach so? Ja. Mit Hänger, ja? So. Gekauft und Flamme zurück. Was ist? Achso, ich wollte gerade sagen, hier fehlt ein Rücklicht, aber. Naja, was denn, wenn es sich anbietet, liegt auf dem Weg, ne? Das Getriebe rasselt. Die Ampel steht auf grün, ich stehe hier und blinke vor mich hin. Jetzt so gucken, du sagst, es ist grün, es ist bei mir rot. Ja, jetzt ist auch wieder rot, ja. So, ich bin wieder hinter dir. Ah, okay. Ja, können wir ja bei der nächsten grünen Phase schon weiter. Achse konnte nicht angehoben werden, angekoppelter Auflieger zu schwer. Okay. Fupp, bei Gelb schon mal voll aufs Gas. LKW braucht ein bisschen, ne? Zum Anfahren. Oh, hier, jetzt kommen die ganzen Chaoten, ja. Moin. Wie die Blöden, ja, ey. Oh, man grüßt sich wenigstens. Ja. Wie die Busfahrer immer, ne? Ein Hoch auf unser Busfahrer, oder was? So, die haben sich... So aus Schulzeiten, ne? Die Busfahrer, die haben sich immer Handzeichen gegeben. Ey, kennst du aber gehupt haben sie nicht. Kennst du noch eigentlich unseren Lehrer hier bei dem Lehrgang drehen hier, den Herrn Lü? Kennst du den? Oder aber bei 42 Minuten muss ich mir merken, das muss ich eventuell rausschneiden. irgendwie sagt mir das noch was, ja. Da hatte doch Dings, da hat er mal gesagt, da geht ja wohl einer ab oder sowas. Ich weiß nicht mehr. Ich, was ich noch weiß, wenn du sagst, beim Drehen, man meinte, glaube ich mal, dass der ein bisschen schizophren wohl gewesen wäre, ne? Das hat man erzählt. Ob das wirklich so war? Pff. Ich weiß, dass der schwer in Ordnung war, eigentlich. Ja, da war... Wenn ich mich so erinnere. Da war eigentlich ganz cool drauf. Wie schnell fährst du jetzt? 85. Und jetzt bist du auf gleicher Höhe wie ich. Mhm. Und du fährst 90 mal, oder was? Ja. Ja, jetzt zieh ich, ja, auf einmal zieh ich dir wieder weg, ne? Ja. Das ist irgendwas, ist hier komisch. Guck, ich bin mal runter auf 80. Streng nach Vorschrift. Ganz streng. Mhm. Oh, jetzt steht er auf einmal und ist ganz schnell weg. Lass mich raten, der speichert. Scheiße. Ist offensichtlich. Aber weißt du, was bei dem... Weißt du, was mir bei dem Multiplayer aufgefallen ist? Die Zeit vergeht viel, viel langsamer als jetzt auf der Uhr hier, bei der Gameplay. Okay. Ja, normalerweise war eine Minute ja irgendwie, warte mal, wie war denn das? Ich glaube, eine Minute war schon eine Stunde im Spiel oder so. Irgendwie wusste ich das mal, das ist ja keine Echtzeit, ne, die Spielzeit. Aber... Nein. Ich glaube, eine Minute... Eine Minute war normalerweise eine Sekunde und dementsprechend kam dann die Stunde dann 60 Sekunden oder so, ne? Ja, und normalerweise. Ja, und hier läuft sie langsamer. Hm. Oder verlang. Siehst du, ich wollte eigentlich dieses Elementary hier austesten. Ja, weißt du, hier das Elementary? Was denn? Nee. Weiß ich nicht. Von dem Sped V. Ach so, wegen da irgendwie. Mich hat das total irritiert, dass es dann auf einmal hieß, ja, könnte irgendeine Strafe geben, weil ich da den Sprit nicht eingegeben habe. Ich meine,
Normalerweise tankst du, gibst Stoff und fährst weiter, weißt du? Da achtest du nicht drauf, was du da an Sprit verballert hast. Ja, du kannst ja irgendwie die Spritpreise sogar irgendwie ändern. Irgendwie mit Null oder mit Entfernen oder sowas. Da kannst du so den Spritpreis irgendwie ändern. Weiß doch geil. Okay. So, ich trudel jetzt hier so mit 80 lang und du ballerst mit 90 und kannst einfach nicht aufholen, ja? Ja, so wie du mit 80 fährst, fahr ich ja auf 92 im Bergkanal und wir fahren synchron mit gleichem Abstand. Das ist schräg. Oh, hier wird's einspurig. Ey, immer noch 600 Kilometer, ne? Ja, ist eine etwas längere Strecke, aber naja, nur. So, hier ist 50, abbremsen. Abbremsen 50? Was? Bei mir ist 80. Ach, ja, noch. 50. Da kommt ein Schild, hier ist eine Baustelle. Aber ohne Portabelampel. Wenn man das in der Realität so nennt, ne? Wenn sie da so eine kleine Ampel aufbauen, weiß ich ja nicht. Baustellenampel. Ja. Oh, hier ist jetzt aber wieder 80, dann drücken wir mal drauf. Oh, ey, er leuchtet mein Cockpit komplett, ey. Warte, geht doch besser. Oh, ich lasse dich gerade ein bisschen abrauchen. Oh, er wollte erst überholen, aber da wird wohl nichts. Siehst du das eigentlich, wenn ich Fernlicht dann mache? Boah, jetzt geht er hoch auf über 90 hier. Was ist denn los? Tempomat. Ich stell doch runter. 95 Klamotten, ey. Ich fahr grad 98. So, 80. Reicht doch. Streng nach Vorschrift hier. Also ich bin gerade... Ich soll rechts abbiegen. An der Kreuzung. Ach, Quatsch. Nach BRNO oder da drüber weg. Ich weiß es nicht. Bruno? Bruno steht da für mich, ja. Bruno. Naja. Von noch über den Tschechen, dachte ich. Ja, weil du wir werden ja jetzt schon viel weiter, aber du hast ja natürlich... Das hat er bei mir auch gespeichert, dann kannst du das in der Aufnahme mal sehen nachher. Der zuckelt dann mal ganz kurz nur. Feinen Augenblickchen. Ganz kurz. Minimal. Ja, die empfehlen das aber auch in den Systemanforderungen, ne, dass du halt das Ganze auf SSD drauf hast und dass du auch dein Betriebssystem dann natürlich auf SSD hast. Aber wenn du eine hast, dann machst du das natürlich auch, ne? Ist ja klar. Wenn. Nicht nur für die Spiele, sondern auch Betriebssystem, ne? Wenn Vorratkette oder wie das war. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, meinst du? Und ansonsten hätte Fahrradkette, ja. Nee. Der in der Bundesliga-Trainer hat gesagt, wenn Fahrradkette. Ja. Die verblödenden Massenmedien wie TV, ja. Mhm. Naja. Ich fahr 95 und du bist, als ob du 300 fährst. irgendwas ist hier schräg, der bremst ja mit dem Tempomat sogar ab hier bergab, ne? Ja, ich komme ja nicht über 81 km/h, da geht die Motorbremse, die automatische, ne? Hörst du dann? Ich hatte jetzt auf 0 gestellt, ne? Das ist doch, deswegen, ich hab's auf 5. Vorher hatte ich's auf 10 gehabt, das hat jetzt aber nichts geändert, dass ich es umgestellt hab. Oh ja, das Einzige, was umgestellt ist, dass dein Tempomat halt bei Toleranz 0 schon bremst. Weil der bremst automatisch ab, wenn du den Berg runterfährst. So bei mir bremst er halt anstatt bei 90, 95 halt, wenn ich den Berg runterfahre. Achso, dann kann ich die Toleranz also ruhig wieder hochstellen auf 10, ja? Da haben wir was davon. Und wenn du auf 10 hast, dann bremst du das bei 100. Ja gut, und man muss damit auch nicht übertreiben, dann stelle ich die halt auch mal auf 5. Lade Steam Inventarobjekte. Ja, lade mal. Alter, was denn jetzt? Voll vorbeigeflogen. Ach du Scheiße. Ich fliege. Boah, der ist eigentlich nur auf Rot und die Schranken waren noch gar nicht oben. Bei mir jedenfalls nicht. Ja, bei mir war grün. Ich
bin aus dem Menü raus gerade und habe original gesehen, wie du aus den ja, hochfahrenden Schranken da irgendwie durchfährst. Bumm. Irgendwas ist mit der Synchronisation da total komisch. Da passt was nicht. Nee. Aber das ist dann ja in dem Sinne halt auch mal gleich ein Report hier. Können sie gleich ihre Bugs fixen dann, wenn sie die sehen. Ich werde das alles taggen hier. Und sag hier, das ist irgendwie Beta. Mach da mal Release. Spaß macht's ja, ne? Kann man nicht meckern. Also ich weiß nicht, wo du gerade bist. Ich sehe dich auf der Karte eben so ein bisschen. Ich hol bestimmt wieder auf. Also ich bin gerade an der Tankstelle. Achso, du stehst da, ja? Ja, sehe ich jetzt auch. Ich will auch mal tanken. Sieht's denn aus hier, schlaftechnisch? Ach, 7 Stunden können wir noch. Aber dann tanke ich nochmal. Weißt du, was das Kuriose an dem Multiplayer ist? Na? Ich habe gestern, wo ich gefahren bin, hatte ich 3,5 Stunden Fahrzeit, ne? Okay. Habe ich dann eine Pause eingelegt, weil ich die Tour beendet habe. So eine gute Fenster halt. Und mir ist gerade aufgefallen, dass genau seit gestern exakt noch 11 Stunden übrig geblieben sind. Also bedeutet das, da zieht mir gar nicht die Fahrzeit ab. Okay. Musst du mal drauf achten. Wie fährst du jetzt zur Fahrzeit? Nächste Pause meinte ich eben, sind 7,5 Stunden. Ja. So, Restzeit auf. Haben wir 17 Stunden und 9 ja, Minuten beim Auftrag. Ja, ne? Ja, Realzeit, aber gut auf viel Funktion. Geil, gehen die Scheinwerfer aus. Komplette Elektronik ausgefallen, ne? Nee, ja, ja. Aus. Schon scheiße, moderne Motoren mit CAN-Bus und dem ganzen Dreck, ne? Mhm. So, pass mal. Geht die ganze Kiste aus. Und wenn wir. Du musst jetzt immer dann gucken. Ja, wir haben es jetzt 3:30. Du müsstest ja eigentlich in einer halben Stunde, also wenn es 4 wäre. Mhm. Eigentlich nur 7 Stunden Vorzeit haben. Ach so, du meinst, dass ich das mit deiner Pausenzeit, die du einhalten musst, dass ich das da nicht so ganz synchronisiert und so. Du musst dann mal, wenn es im Spiel 4 ist, guckst du nochmal nach deiner Lenkzeit und da wirst du sehen, es sind noch 7,5 Stunden. Schaltet der die Müdigkeitssimulation aus, meinst du, ja? Der blockt die irgendwie aus, der lässt die irgendwie auf Eis legen. Hm. Ja gut, wenn die Auftragszeit auch in Echtzeit läuft, ne, dann macht das irgendwie ja auch Sinn. Ja. So, was fährst du jetzt gerade? 75. Ich fahr 65, dann bin ich so ungefähr gleich schnell. Ist genial, ne? Aber besser ist, wenn du mich überholst, weil ich habe das dumpfe Gefühl, bei mir speichert da gleich wieder. Pam! Voll in die Ladung. Ja, komm, ich drück mal das Gaspedal durch und setz gleich mal zum Überholen an. Oh, ich habe 1% Schaden an meiner Ladung. Ja, das ist ja nix. Ich auch. Ja, aber an der Ladung darf nichts sein. Ich darf hier gerade gar nicht überholen, ey. Aber jetzt, wenn du jetzt mal rüberziehst nach rechts. Mach ich doch. Mann, braucht er lange, um die Spur zu wechseln. Und dann speichert er. Original passend an der Stelle, ne? Zack. Rums, vorbeigeballert. Na, ich hab doch gesorgt. Ich hab das dumpfe Gefühl, er speichert gleich. Die, ja? Herrlich. 70. Lasse rollen und die Geschwindigkeit sinkt, weil ich keinen Gas gebe. Auf 60 gerade. Mhm. Ja, da kommt er doch angefahren. Na, komm her, wir lassen den Jens mal abrauchen. Ich drück mal voll drauf. Elefantenrennen! Vor allem. Jetzt bist du gleich. 75 km/h fahre ich gerade. Ja, und sind auf gleicher Höhe. Du ballerst mit 90 oder was? Ja. Gibt's nicht. Jetzt fahre ich 80. 82, 83 und jetzt fange ich an, dir wegzuziehen, ne? Ja.
Oder ob die da mit Absicht sowas eingebaut haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall jetzt immer nach links fahren müssen. Damit man besser überholen kann oder so. Ich weiß es nicht. Ja, aber wie machen die denn das, die anderen? Dieser Volvo, der ist halt die Frage, ob die anderen überhaupt darauf achten, ob die zusammen gleich schnell fahren oder nicht, ne? Nein, das ist ja hier schon wieder übertriebene Freakshow, ne? Was wir hier machen. Ja, aber weißt du, was ist, wie gesagt, das Problem, was ich hier sehe? Wir haben doch jetzt schon, wie oft fahren wir jetzt schon? Das dritte oder vierte Mal zusammen, ne? Ja, dritte oder vierte Mal. So. Zweimal haben wir auf jeden Fall schon, ja. Ja, aber wenn ich 90 gefahren bin, bist du auch 90 gefahren und die Distanz ist die gleiche geblieben. Ich hinter dir war. Ja, nur jetzt nicht mehr, ne? Jetzt wiederum. Also seit dem jetzt zuletzt dem Update oder das davor? Nee, mit dem Update, weil wir sind doch mit dem neuen Update sind wir doch gefahren, da habe ich doch gesagt, die haben doch alle gesagt, das geht nicht mehr. Ja, stimmt, hast du recht. Dann hatten wir ja das Update, dann sind wir ja gefahren, da ging's da noch. Das ist jetzt ab dem Update. Wäre ja mal interessant, müsste man mal gucken, ob es einen sogenannten Changelog gibt, dass man mal gucken kann, was sie geändert haben. Vielleicht steht da ja was drin, was passendes. Wo man sagen kann, das war jetzt mit Absicht oder die haben mit irgendwas anderem das jetzt verursacht, ne? Man weiß. Wo ist er denn? Hinter dir. Ich trudel hier mit so 75, sinkend auf 70. Ja, und komischerweise sind wir jetzt synchron gleich. Kapiere ich nicht. Jetzt baller ich mit 90 Klamotten mal rum hier. Jetzt die Geschwindigkeitsübertretung. Erstmal Bußgeld. Ups. Oh, ich auch. Diese verdammten Heizer immer. Mal wieder Need for Speed auspacken. Ja, echt mal. Letztens Underground 2 mal wieder reingeschmissen. Habe ich ein schönes Video mal gemacht, so, ne? Schmeißt dich wieder zurück in die Jugendzeit. Bist du mal eben locker 10 Jahre jünger und denkst du ja, jo, genau. Alter, weißt du, wie jung ich noch war bei Underground 2? Da war ich noch ein Kind. Ich glaube, da kannten wir uns sogar noch gar nicht, ne? Nee. Underground 2. Nein. Most Wanted, das war so, glaube ich, so unsere gemeinsame Zeit dann, ne? Ja, so Most Wanted, so, ja. Berufsschule. Die Berufsschule. Was wir da für Scheiße gemacht haben mit dem grünen Heiko, nein, ey. Alter. Kannst du auch, kann man bieten. Ey, das war auch. So mit dem scheiß Schraubstock in der Werkstatt, ey. Weil der scheiß Gewinde im Arsch war und die haben das nie repariert, ey. Von dem, wo wir den Schraubstock selber gebaut haben, mit dieses eine dicke Teil da, ey. Mir blieb ja nichts anderes außer Not aus und das ganze Scheißding fliegt halt durch die komplette Werkstatt, Alter. Oh. Eher Glück gehabt, ne? Ja. Aber du wirst lachen, ich habe das Ding nochmal gebaut. Okay. Nein, in meiner Ausbildung, aber ich glaube, diesen scheiß Schraubstock baust du immer. Ein Arbeitskollege hat zu mir gesagt, der hat vor 25 oder 30 Jahren hat er die Ausbildung gemacht. Der hat gesagt, der hat den scheiß Schraubstock auch gebaut. Kaputt, ey. Ja gut, was wollen sie auch anders machen, ne? Das ist halt alles Technik von gestern. Die sich dann irgendwann mal leicht modernisiert, aber die Basics sind halt dieselben, ne? Ja, ist halt so. In so einem scheiß Schraubstock sind ja die Grundlagen drin. Ja. Drehen, fräsen, feilen, bohren. Ja, machst ja alles Mögliche. Da ändert sich ja nichts dran. Ne, deswegen. Und das ist halt was, wo du dich gerne dran entsinnst, ne? Also ich habe meinen Schraubstock heutzutage immer noch. Den benutze ich auf Arbeit. Jo. Ich weiß gar nicht mehr, hatte ich meine eventuell überhaupt auch gar nicht fertig gekriegt? Ich glaube, ich war derzeit irgendwie ganz komisch krank da, ne? Hatte ich so Probleme. Ich glaube, ich habe den damals gar nicht fertig bekommen, ne? Oh, nee. Ey.
alles für Scheiße passiert ist. Was meinst du, was sie da für Anschluss gekriegt haben damals? Da hat der blöde Mark, der Vollidiot, da haben wir bei mir zu Hause, da haben wir übelst gesoffen. Pass auf, der Idiot. Jugendsünden. Aber was für ein, ey. Pass auf, und dann ruft der Idiot frühst den, unser hier Klassenlehrer hier, den Ben oder wie er hieß, na? Ach, der aus der Praxiswerkstatt, ne? Genau, der Alte hier, der hier Tinnitus hatte oder was, der Geier, was der halbseitig tot war hier oder was er erzählt hat. Glaubt, der hieß Ben. Ja, und da hat der Marc den angerufen, frühst um 5:30. Scheiße. Ja, ich bin hier da, Almir, und ich bin in der Schweißwerkstatt eingeschlafen und ich komme hier nicht mal raus und was nicht alles, ne? Ey, ohne Scheiß. Weißt du, was ich da für einen Scheißanschluss gekriegt habe? Und der Marc hat sich natürlich schon rausgeredet, ne? Er ruft von meinem Festnetz aus. Ja, weil die Telefonnummer angezeigt wurde, oder was? Genau. Ach, du Scheiße. Hast du das rausgekriegt? Was meinst du denn davon? Ne? Ich musste sogar beim Direktor antreten. Mein lieber Scholli, ey. Ey, kannst du auch mal wissen, ey, das war... Ja, so eine Aktion macht man normalerweise auch besser mit dem Smartphone und da kann man seine Nummer unterdrücken, ne? Ich wusste davon nichts, weil ich war derweile war ich irgendwo klinisch schon tot. Scheiße. Ich hab von nichts mehr mitgekriegt, ey. Ich weiß nicht, was die gemacht haben, die Idioten. Und der Mark, ey, den haben wir dann noch nicht mal eingeladen, weil der nur schon... Oh, hier muss ich jetzt aber echt viel schneiden. Das kannst du nicht präsentieren in der Öffentlichkeit. Sollte man nicht. Lieber nicht. Ey, ach, kriegen wir schon hin. Das war, ey, übelst. Das war richtig heftig, ey. Ah, das war auch so ein Thema für sich, ey. Wie gesagt, Bart hat den angerufen. Ich bin in der Schweißwerkstatt. Ich komm nicht da raus zum Sommer. Alles klar, ich dachte, das ist eine Runde. Ja, was für Scheißideen man kommt, ey. Ja, vor allem das Ding ist, der ist echt in die Schule gefahren. Oh Mann. Das ist ja noch das Ding. Oh, da Fehlfunktion. Alles klar, hau rein. Ja, irgendwie hast du dir deinen Motor zerhauen, ne? Vorhin. Ja, nee, kaum. Hab ja nur schlappe 19% Schaden am LKW. Boah, ich nehme jetzt eine Stunde etwa auf, ne? Also wir fahren mindestens eine Stunde etwa. Echt? Mhm. Das wird spaßig mit dem Video schneiden nachher, du. Junge, Junge, Junge. Alter Schwede. Ja, guck mal, wie viel Vorzeit du jetzt noch hast. Also 7 Stunden, 29 Minuten. Da ist er echt stehen geblieben. Hat er echt gekillt, oder? Hm. Muss aber nicht mal an Truckers MP liegen. Das kann auch durch die externen Aufträge an sich schon kommen, ne? Wir fahren ja jetzt gerade so einen externen Auftrag da. Für die Aktion. Ja, für die Aktion. For the action. Irgendwie nicht gerade, ne. Noch nicht mal auf der Karte. Ah ja, ich seh. Doch, jetzt, wenn ich dir mal, dass man da etwas weiter von oben die Karte sieht, ne? Death Odin hat JPEG hochgeladen. Guck mal, im Discord. Tempomat ist hier 90 glatt. Mhm. Wieder auf dem Discord von dem Dings. Wieso kriege ich da Benachrichtigungen von dem Xavos auf dem Discord da? Das verstehe ich irgendwie auch nicht. Kriege ich nämlich bei... Ich bin bei Tanzverbot da ja auch mal eine Zeit lang im Discord gewesen. Mhm. Ansonsten habe ich die Raviolis, dann haben wir da Belay und Linux Umsteiger. Da kriege ich auch keine Benachrichtigungen. Verstehe ich nicht. Discord ist manchmal auch komisch. Das macht sich selbstständig oder so. Ganz komisch. Ja, aber ist besser wie TeamSpeak insofern, als dass es komplett umsonst ist, ne? Sonst hätte ich jetzt auch nicht so einen Server hier, wo wir drauf quatschen können. Ja. Mein Motor ist schon wieder ausgegangen. Ich geh kaputt. Aber eine schöne Landschaft. Ja. Das ist wahr. Schönes Wäldchen, schönes Fältchen. Wenn die Sonne kommt. Um 10 vor 5. So, richtig romantisch, oh?
überlegen. Du weißt, auf wen ich gerade angespielt habe auf YouTube, ne? Naja. Alter, so würde ich mich niemals zeigen. Auf keinen Fall, das kannst du nicht bringen, Alter. Bleibst für den Rest deines Lebens, bleibst du Single, Mann. Vielleicht war das sein Ziel. Ja, dann ist er in Ordnung, wenn das sein Ziel war. Dann wird das vielleicht auch geklappt haben. Aber so richtig mit der Zeit und mit den Sonnenaufgängen und so haut das nicht ganz hin. Weil ich glaube, um 4:30 ist es dunkel. Kommt vielleicht auf die Jahreszeit an, das weiß ich nicht. Gerade so. Ja, stimmt, hier ist ja Dauersommer. Aber, weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Das müssen wir auch mal testen. Es gibt dann bei Settings, na, gibt es einen Button und da steht Wintermod. Also von Trucker MP, ne? Ja, also das ja, ist standardmäßig aktiviert, also bei mir eigentlich auch. Bei mir nicht. Ach so, bei mir ist es aktiviert. Also und ich habe da ja noch gar nichts eingestellt, ne? Also müsste da bei dir eigentlich Winter sein, oder? Nee, irgendwie nicht. Ich wette, das ist eine Funktion, die noch nicht richtig implementiert ist, aber ja, sich schon mal so ankündigt im Menü, ne? Nee, die Wintermod gibt's da wirklich. Hm. Dann ist alles weiß und die Straßen, die bist glatt. Funktioniert aber offenbar dann nur, wenn du es auch installiert hast, oder? Weil hier ist Sommer, ne? Ich sehe hier keinen Schnee, gar nichts. Nee, dann weiß ich nicht. Auf jeden Fall weiß ich nur, dass in dem Wintermod da Trailer dreckig wird. Hm. Ich bin schon mal mit dem Wintermod gefahren. Wird da dreckig, ja? Mhm, da wird dreckig. Dreckig in Leipz. Wie willst. Wie schnell fährst du jetzt? Ja, 90 ist jetzt gerade auch erlaubt hier auf der Bahn. Ist aber richtig schön durchdrücken hier. In Deutschland darfst du nicht so schnell fahren mit dem LKW. Musst du mal ausreizen hier. Mhm. Mal schön den Motor frei blasen. Vor allem, weil du den neuen hast, ne? Wie viel hat deine Kiste runter? 3079 Kilometer jetzt gerade. Ging aber schnell auf 80, der zählt im Sekundentakt hier. 81, 82, 83. Willst du mal meinen Kilometerstand wissen? Ja, wahrscheinlich einiges, wa? 144.450. Boah, ist ja schon total die Reisschüssel. Kannst du Popcorn machen jetzt mit. Ein Scania gewährt mal 1 Million Kilometer Garantie. Im Spiel oder in der Realität? In der Realität. Echt? Mhm. Die geben eine. Ja, sind ja alles Diesel, ne? Die sind langlebig. 1 Million Kilometer Garantie. Mit modernster Technologie und modernen Toleranzen geht das auch alles, ne? Ja, und der Clou. Wie war das noch? Die haben den T5 haben sie mal auseinandergerissen. Das haben die dokumentiert im Fernsehen. Nach über 200.000 Kilometer, das Ding war quasi verschleißfrei. Und anstatt das dann wieder zusammenbauen, die Deppen haben sie verschrottet, ne? Könnte ich kotzen, ne? So eine Ressourcenverschwendung, so dämlich. Da hat VW da mal noch was Gutes gebaut und nicht so ein Schrott, ja? Und dann verschrotten die das, ja? Wie bekloppt. Ja, überleg mal, ich habe einen 4er Golf-Kombi mit 4Motion. 1.3 TDI. 250 auf der Uhr. Fährt wie ein Uhrwerk. Okay. Ja gut, dass er Chip getuned. Weil der hat eigentlich 90 PS. Der hat 90 PS eigentlich. Jetzt hat er 130 oder sowas, oder? Ja, 135. Boah, lecker. Ja, aber mit dem... Da kannst du dann auch schielen, die Leute. Kannst du da auch schön deine Freunde hochnehmen, ne? Sieht ja aus wie ein normaler Vierer oder was? Ja, und gehst du plötzlich auf die Linke und drückst mal drauf und dann drückst du einen in die Sitze, wa? Ja, so in etwa. Was ist denn hier los? Und der fängt an zu brüllen. Ja, der brüllt nicht, das ist ein Diesel. Aber du merkst halt einen Unterschied, ne? Ein guter Freund von mir hat das mal gebracht mit dem... guten alten, ja, Türkendreier, sagte man immer, ne? Mhm. Den E36 Dreier BMW, ja. Ne?
Sah aus wie ein normaler 3er BMW. Oh, schön und so. War ja in der Grundschule, war das, ne? Wo wir beste Freunde waren, war das immer so Traumauto von uns, ne? Kam man damit mal so vorbei und meinte so, ja, hier komm, wir fahren mal 3er BMW, ne? Ich hab mir einen geholt und so, ne? Schon Jahre später, das Ding ist ja schon alt, ne? Vor ein paar Jährchen war das, ja. Ich aber nichts von gewusst, dass das ein 325i ist, also ne, 2,5 Liter Maschine, ne? Ja. Auf der Autobahn. Er geht auf die linke Spur, war ja die ganze Zeit alles easy, ne? Schöner Wagen und so, ne? Ja. Ja, und was macht er? Du hast den Schalter wohl irgendwo, ne? Kannst du von Ergonomie auf Sport umschalten, ne? E und S. Und auf einmal fängt er an, dich in die Sitze zu drücken und fängt an zu brüllen wie ein Löwe, ne? Auf der linken Spur auf der Bahn. Und ich dachte, was ist denn hier los, ne? Ja, dann waren wir wieder zurück auf den Parkplatz, macht er die olle Motorhaube auf und dann siehst du da diesen fetten Motor drin, ne? Ja, wenn dann Kinder, wie Kinder, ne? Das Kind im Mann, dann stehst du da daneben und lachst dir einen, ne? Und bist am Feiern, Alter. Ich kenn das. Voll gut. Ja, aber so unscheinbar, ne? Steht ja nicht hinten dran an dem Wagen, ne? Dass das ein 325i ist. Ja, bei meinem Bruder ist das ja so, der hat ja einen X5, den neuen. Mit Allrad in einem. Ja, den BMW, ja. Naja. Den SUV, ne? Naja. Na? 3 Liter Maschine drin, Diesel. Boah. Alter, das Ding ist einfach nur brutal. Da geht's halt dann schon in Richtung Ami-Style, wa? Da fehlen ja nur noch 2 Liter, dann hast du schon 5 Liter Hubraum. Aber wie gesagt, ich bin dann da die Karre mal gefahren, hab auf das Gas gelauncht, ich hab dann auf den Tacho geguckt, zack, war ich bei 240. Ohne was zu merken. Jo. Bei Regen. Jawohl, ey. Naja, Allrad. Ja, ist ja nicht so schlimm. Hinten, die hinteren Reifen, 315er Breite. LKW-Reifen. Aber bei so einer Geschwindigkeit ist trotzdem irgendwann vorbei, oder? Mit Aquaplaning dann irgendwann mal vielleicht, nicht, wenn du mal richtig in die Eisen gemerkt. Gehen musst. Also ich habe gemerkt, die Karre hat's angehoben bei Aquaplaning, aber durch das Allrad. Das ist der Karre so scheißegal, die zieht einfach weiter, das juckt die nicht. Der hat Grip wie Sau, oder? Aber übelst, der hat durch das Eigengewicht, der wiegt ja ein bisschen was, ich glaube 2,4 Tonnen oder sowas. Okay. Da drückst du den ganz schön auf, mit dem Ding kannst du ja auch 5 Tonnen ziehen. Das musst du überlegen. Mit so einem scheiß Geländewagen kannst du 5 Tonnen ziehen. Ja, dann brauchst du keinen LKW mehr. vor allem die hinteren Reifen, 315 breit, das haben die LKWs hinten auf dem Anhänger, auf der Bereifung drauf. Übelste Sorte, das sind übelste Lautsche. Vorne hat er 2,75 drauf. Oh, mein Kaffee ist schon wieder leer, ey. Oh. Kennst du das? Greifst nach der Tasse so, ne? Ja. Und denkst dir so, boah. Wie weit hast du es denn noch? Ich hab noch 65. Aber du bist doch gleich da. 41 Kilometer. Alter, du bist jetzt 21 Kilometer vor mir? Mhm. Ist nicht dein Ernst. Ah, und Motorfehlfunktion. Tuk, 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 tuk. Fällig aus der Maus. Ach, ja. Malware-Funktion. LKW. Musst du mal Avast installieren? Ey, das ist heftig, dass du jetzt mit gleicher Geschwindigkeit auf einmal 20 Kilometer vor mir bist. Tja, wir fahren beide Max 90, ne? Ja, das ist eben gerade der Witz an der Sache. Wir haben so Truckers MP irgendwie. Irgendwas verhakelt sich da. Ja, außer du nimmst ja deinen eigenen Volvo. Vielleicht geht's da wieder. Das könnte natürlich auch sein, ne? Dass der vielleicht noch nicht so richtig drin ist, da im Trucker MP oder irgendwie sowas Komisches. Ja, aber das Komische ist ja der Scania, den ich fahre. Der ist ja neuer wie dein Volvo im Spiel. Weil der Scania kam ja erst. Lass mich lügen. Dieses oder letztes Jahr? Okay. Kam da ja erst ins Spiel rein. Letztes Jahr kam da. Ganz neu. 750 PS habe ich hier unterm Arsch. Ja, purste Zugmaschinenkraft. Ist 730. Jo. Trotzdem, das Bild. Alter, was ist das denn für eine Kurve hier? Wie willst du denn hier durchkommen mit dem LKW? Lecco mio, ey. Oh. Jetzt bist du mir mal eins bei. Wir hätten die Scheiße gebaut, den würde ich ja gerne an in die Fresse hauen. Alter.
Das ist eine Millimeterarbeit hier. Du musst nach Tschechien schreiben, zu SCS. Oder fährst nach Prag. Die sitzen in Prag. Ach, haben die das ja 1 zu 1 wieder gemacht, ja? Das sind ist das in Realität auch so? Du kommst ja auch da gleich durch. Du wirst schon merken, was ich meine an der Kreuzung, dass du in die Stadt reinkommst. Weiß ich nicht. Alter Schwede. Naja, mit dem Unterschied, dass ich erfahren habe, wie du bist auf Level irgendwo unten. Ich bin auf Level 51. Hm. Ah, Zentrum. Schön. Vor allem, du bist doch schon da, oder? Ja, ich trudel hier schon durch die City, ne? Ein Kilometer noch, sagt er da. Bei der ETA. 3 Minuten. Klick, 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 klick. Rote Ampel, schalt auf grün. Jetzt hier, wo ich schon gebremst habe. Ja, naja. Das ist ja hier gerade der Punkt, wo du gedreht hast. Zack, mit 60 die Kurve genommen, Flamme. Wieder nie schneller wie 60. Ja, man sollte sowieso nur 50 fahren, ne? Vielleicht 55, ja, weil die Blitzertoleranz noch ausreizt. Nee, Blitzer gehen immer 10 km/h. Also die normalen. Echt? Ja, ja. Nur diese scheiß 9 Lifetech-Dinger. Die messen genau auf dem km/h, genau, ey. Die Säcke. Pling, 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 was ist das denn jetzt? Was signalisiert der mir hier? Blinkt das? Also ich bin jetzt gerade auf den Hof gefahren von der Firma da, ne? Und bevor ich bei dieser grünen Schaltfläche jetzt Enter drücke, kriege ich dieses Bing, Bing, das Bing. Das ist dein Drucklos-System. Schon wieder? Ja. Oh, auf Nummer sicher gehen, 15 EP. Muss wieder nach links rum hier, wa? Jo, alles klar. Zieh rum den Bus, ich will auch rein. Jo. Ich mach da schon Platz. Wie bei Rödelheim Hartrein Projekt meinst du, ja? Mach mal Platz da, mach mal Platz da. Wo ist denn irgendwo parken? Hä? Ach, da hinten. Ach, das ist Sau. Na, dann machen wir mal. Absatteln. Zap. Ach, du bist da vorne. Ey, du hast ja einfach. Ich jetzt hier ja, ich lass mir das immer, dass du das auswählen kannst, ne? Weißt du? Mhm. Tja, was mache ich jetzt, damit meine Bremsen wieder funktionieren? Stehen bleiben und Motor laufen lassen. Oder in Leerlauf schalten und Gas geben. So. Und dann bringt er da Druck auf den Kessel für die Bremse, oder was? Jo. Zack, eingeparkt. Tatsächlich, jetzt hört er auf. Aber wo ist die Druckluftanzeige? Die muss er auch kontrollieren können, muss er ja, sehen können, oder was? I. km/h. Sprit anscheinend. Dann siehst du auch gar nicht meinen Auspuff, ja? Wenn du das DLC gar nicht hast. Da, da kam H und Drehzahl. Boah, einmal durch. Guck bitte durch. Da kriegst du ja. Gott mit den Augen, ey. Auspuff? Nö. Gut, Dennis. Ach, da, ich glaube, ich hab's. Ich gehe mal in die Eisen, dann müsste er runtergehen irgendwie, ne? Ja genau, jetzt macht er wieder pling, pling. Aber da ist ja nichts irgendwie im roten Bereich oder so. Das meldet genau er so rechtzeitig, ja? Auf I drücken und dann hast du in der Display-Anzeige, die ändert sich. Bei mir ist die... Ja, ich glaube, ich habe das Richtige gerade. Gucken, jetzt müsste da ja steigen. Ey, was machst du denn Lärm von neben mir? Die hackt's wohl. Blink, blink. So, Rudi, Dennis, ich mach aus. Ich park jetzt hier ab. Jo.
Ich speichere. So, weil ich muss jetzt so langsam ins Bett. Okay. Na? Jo, ich dann auch bald. So. Alles klar. Wir können ja morgen Abend nochmal fahren. Können wir tun, ja. Ja. Dann mache ich hier mal eine Abmod und sage, ja. Bis zum nächsten Mal. Wenn's wieder heißt, irgendwas, let's play. Macht's gut oder besser. Ja. Sag mal tschüss, Jens. Und tschüss. Haut da rein.